Wobei, Moment, ich weiß, wo ich ganz normale Hartsteinscherben herbekomme. Ganz am Anfang, die allererste Echse, die droppt 8 Stück. Dann haben wir schon einen Bogen auf plus 10. Die da. No, die hat Schafsteinscherben gedroppt. Jebaitet. Der Schmied in den Minen verkauft die. Du da, ne? Du da verkaufst sie. Ja. Hartsteinscherben. 5 Stück, glaube ich, brauchten wir. So. Wahrscheinlich hätte ich das auch ein bisschen beschleunigen können, indem ich einfach das dumme Ding da hinten immer wieder gekillt hätte. Aber ich war jetzt ungeduldig. Dann wiederum, wenn der Schafsteinscherben verkauft. Nein, nee, davon habe ich genug. Das sind wirklich die Hartsteinscherben. Nice. Oh. Ah, ich dachte, man könnte ihn noch weiter hoch leveln. Aber hey, wir haben unseren Bogen auf Level 10. Ich kann euch Waffen schmieden. Ich brauche jetzt nur wieder mal ein paar Pfeile. Ich könnte 170 kaufen. Let's go. Bleibt bloß am Leben. Habe ich vor. Cool. Bogen Level 10. Hat C auf Stärke und D auf Geschick. Nice. Und da haben wir unseren Flügelspeer. 190. Okay, die sind auch alle soweit noch fit. Der Schild ist auch noch fit. Hallo, ich passe gut auf eure. So. Leg mal davon 10 Stück ab. So viel brauche ich nicht. Und davon mal eine. So. Die wiegen ja zum Glück auch alle hoffentlich nichts. So. Ihr habt ein Herz aus Gold. Dann haben wir jetzt auch nichts zu verlieren. Also laufen wir jetzt einfach durch. Was meint ihr? Kommen wir an? Schaffen wir es im ersten Versuch bis zum Nebeltor? Ich rechne mir keine hohen Chancen aus. Die Dogos auf jeden Fall erst einmal besiegen. Die sind jetzt Two-Hit. Wie viel Unterschied das einfach macht. Sexy. So. Einfach versuchen durchzulaufen. Hi. Oh, hi. Du läufst hier immer noch rum. Der nette Dude. Das heißt, ich muss nur den drei da unten einmal entkommen. Alter. Wenn der ausholt, ne? Oh. Hier komme ich nicht vorbei. Bin zu fett. Was? Achso, ich habe eine Szene getriggert. Habe ich den nicht eigentlich getötet? Der ist einfach mit seinem Speer vorangelaufen. Richtig gemein. Nach dem Motto so, ich habe einfach meinen Speer vorne dran und mache damit Schaden. Wie fies. Das kann ich nicht. Also, denke ich. Vielleicht kann ich es doch. Ich versuche mal, den Dogos zu entlaufen. Was? Lass mich raten, ein Dogo ist ins Feuer gelaufen. Geil. Nope. So, einmal heilen und weiter. Kümmer du dich um die. Abgeklatscht. So. Perfect Teamwork.
Nicht schlecht. Die haben mich beide so perfekt getroffen, dass ich einfach draufgegangen bin. So, läuft eine Dogo wieder ins Feuer? Na, diesmal nicht. So, aber hier kann ich einmal links vorbeilaufen. So. Kann ich hier gerade mitnehmen. So. Yo! Dass zwei von denen mir mein Schild einfach schon weghauen können. Müssen die auch alle unbedingt Lanzen haben und damit die Reichweite des Todes einfach? Ich will nur mal durchlaufen. Aber es funktioniert einfach nicht. Da muss ich leider kämpfen. Na gut. Dann kämpfen wir halt. Wobei, an den dreien da oben kann ich vorbeilaufen. Das ist nicht das Problem. Das war echt ein Kreuzhieb vorhin. Und manchmal machen die einfach die Kombos. So links, rechts, links. Wow. Links, rechts, links und Jan ist dead. Ja, alles zur Lancelots. Nope. No, ich hatte keine Ausdauer mehr. Verdammt. Oh, ich sollte vielleicht die anderen Sachen noch ausrüsten. So. Okay, kommen Sie her. Vorsichtig. Und weg. Na, da ist auch nichts weiter. So. Problem sind ja wahrscheinlich eher die, die mich da hinten mit die ganze Zeit mit Bogen beschießen. Hier müsste ich jetzt zumindest kurz safe sein. Ja, zumindest kurz. Wie ich schon meinte. So, und schnell wieder in die Ecke verschwinden. Hallo. Zack, zack, zack. Und weg. Ah, das ist leider ein Schild. Ich komme den anderen nicht dran. So gerade nicht. Stopp. Das schnell mitnehmen. Okay. Verdammt, jetzt habe ich die da oben ausgelöst. Hm. Ich laufe dann mal, ne? Kann ich bitte nicht zwei von denen haben? Einer reicht mir. Was ist hier hinten los? Sind die hinten auch noch am Prügeln? Ja. Okay, laufen wir. Laufen wir durch, wollte ich gerade sagen. Aber leider hat er wieder seinen ich halte meinen Lanzenpenis einfach ganz hart raus Move gemacht. Was denn? Das ist kein böses Wort. Das lernt man schon in Bio. Und was man in der Schule lernt, kann nicht böse sein. Jedenfalls war er leider ein bisschen mächtiger als ich. Heißt,
Ich komme an den einen wahrscheinlich gar nicht so wirklich vorbei. Wenn der mit so einem Move direkt rausgelaufen kommt. Ja, viel Spaß mit denen da hinten. Aua. So, einmal heilen. Vor allem läuft er quasi erstmal so auf einen zu und sticht dann auch nochmal zusätzlich oben drauf. Lass das. Nochmal rein. Der hat einfach gerade absichtlich die Leiche seines Kumpels angezündet. Ich hab's genau gesehen. So. Heilen. Meine Schutzwände hier nicht kaputt, die baue ich noch. So. Okay. So. Das ist gleich nur noch die Frage, wie schaffe ich es an dem da oben? War knapp. Vorbeizulaufen. Aua. Sammeln wir erstmal hier den Stuff ein. 9 Vollmondgras. Okay, Spiel. Chill. Okay. Wie machen wir das jetzt? Ja. Keine Chance. Also an dem kommt man nie im Leben wohl vorbeigelaufen, würde ich behaupten. Die sind da so eng da dran. Die können ihre Kurven schneller laufen als ein Formel-1-Auto. Können Formel-1-Autos überhaupt gute Kurven schlagen? Ich weiß es nicht. Hier, kümmere du dich um die. Kein Bock. Naja. Gib nicht so an. Nur weil du einen langen Speer hast. Die wollen echt kuscheln mit ihren Speeren. Indeed. Komm sehr. Immer noch witzig, wenn wir einfach ihre Kumpels anzünden können. Nope. Das war knapp. Wo sind meine Seelen eigentlich? Ich hätte die schon gern wieder haben. Aua. So. Ach, da hinten sind die. Aua. Mama. Die tun mir weh. Das finde ich nicht so geil. So. Was ist, wenn ich jetzt einfach einen von denen da hinten anschieße? Scheiße, dann kommen sie alle. Dann nehme ich schnell meine Seelen mit und verpiesel mich. Wobei, nee, gar nicht. Es kommt nur der eine. Erstmal.
Alter! So, meine Güte. Einer down. Was war das? Von wo kam der Schuss? So. So. Okay. Erfolgreich, einen weiteren. Aua. Hergelockt. Muss nur einmal weit genug weg sein. Ich habe nicht gesehen, dass der am Angreifen war. Der hat nämlich wieder seinen Speerstoßmodus aktiviert. Aber es sah aus, als hätte er einfach seinen Speer kurz runtergelassen. Deswegen habe ich meine Deckung fallen lassen. Aber der hat mich einfach hart gebaitet. Das sah nämlich echt einfach aus. Okay, er lässt die Lanze runter. Ich kann angreifen, aber nein, der lief gerade auf mich zu. Man hat es nur nicht gesehen. Huh. Ja, die sehen einen trotzdem damit. Wenn ich nah genug dran bin. Aber wirklich erst, wenn ich sehr nah dran bin. Das war ein smarter Gedanke. Haha. Und tschüss. Ups. Der Durchdringer. Bitte durchdringen Sie mich nicht. Ich fühle mich durchdrungen. Magie bringt nichts. Okay. Dann wissen wir schon mal, wo wir jetzt erstmal nicht weitergehen. Aber wir haben zumindest den Boss da hinten schon mal gesehen. Und alle Items auf dem Weg dahin geholt. Ich glaube, den lasse ich sogar wirklich ein bisschen erstmal stehen. Bis wir hier erstmal weitermachen. Aber hey, die Idee mit dem Tarnen und Durchlaufen war echt gar nicht mal so blöd. Lady, ich habe da noch so ein paar Seelen, die ich jetzt alle mal benutzen möchte. So. Ich habe 34.000 Seelen. Do something for me. Immerhin drei Level-Ups. Vielleicht gehen wir wirklich mal wieder ein bisschen auf Vitalität. Auf, dass die Welt geheilt wird.
Beziehungsweise wir machen 20 Magie und gehen dann auf 15 Vitalität. So. Seid ihr fertig? Ja, bin ich. Dann kaufen wir uns jetzt eben noch mal ein paar Pfeile für den Rest. Meine, reparieren brauche ich nichts. Aufwerten kann ich auch nichts. Kein Interesse. Ich bin leider greedy. Ich will die zwei großen Scharfsteinscherben noch haben. Joa, ich denke mal, wir werden auch heute dann auch nicht viel weiter machen. Und werden dann wahrscheinlich beim nächsten Mal ein paar neue Gebiete mal erkunden. Wir waren jetzt immerhin schon in 3 Gebieten. 2 eigentlich schon ziemlich vollständig, weil... Krieg ich euch jetzt One-Hit? Oh ja, nice. Also wir haben jetzt hier die Mine und das Schloss eigentlich so ziemlich vollständig gesehen. Außer hinter dem Boss von dem, unter dem Durchdringer geht es danach noch ein bisschen weiter. Heißt der auf Englisch dann zufällig der Penetrator oder so? Das wäre ein witziger Name von dem Gegner. Wir sind dann in den im Hoffnungskerker. Waren wir zumindest ja schon mal bis, ja, so den Anfang ein bisschen erkundet. Wo sind die beiden, die hier jetzt immer waren? Die sind jetzt gar nicht mehr da. Die Echsen hier... Hä? Er heißt wirklich Penetrator. Ja, geil. Wo sind meine ganzen Kristallechsen? Na, guck mal da. Kann ich die bitte mal treffen? Na, schade. Nur leider Hartstein. Eigentlich kann ich ja... das hier einfach mal verwenden. Oder? Weil ich komme ja eh immer wieder hierhin zurück. Das heißt, ich kann mir meinen Stuff eh wieder einsammeln. Ah, hier lande ich dann. Weil das wäre die schnellere Variante von, ich laufe wieder zurück. Also werden wir beim nächsten Mal vielleicht mal in die anderen beiden Gebiete noch reingucken, die noch offen sind. Okay, also ich muss wirklich zweihändig sein, damit die One-Hits sind. Okay. Oder wir gucken in den Hoffnungskerker noch mal ein bisschen rum, weil wir haben theoretisch Schlüssel bekommen. Die Frage ist nur, ob die mir wirklich da was bringen in dem Bereich dort. Kann man ausprobieren. So, ich nehme ich auch immer mit, einfach nur fürs Vollmondgras. Oh, ich sehe gerade das Problem. Wenn ich mich so rumporte, ist das Ding nicht unten. Oben. Oder ich aktiviere das, dass es schon mal wieder zurückfährt und währenddessen laufe ich da runter. Mal gucken. So, sind die jetzt wieder da? Ich habe keine Ahnung, wie die Echsen wieder spawnen können. Die wollen irgendwie gerade nicht. Allgemein, alle Echsen hier oben. Kann es sein, dass wenn ich die ein paar Mal zu oft besiegt habe, die irgendwann nicht mehr nachspawnen? Ne. Scharfsteinscherben, perfekt. Huh. Ich sehe aber gerade, ich habe meinen Denkfehler gefunden. Wenn ich meine Seelen hier aufgebe und mich zurückporte, liegen die hier nicht einfach so, als wäre ich gestorben. Die sind dann einfach wirklich ganz weg. Das ist blöd. Ja, du kannst mir gerne die Echsenmechanik nennen.
Ja, jetzt fehlen mir einfach nur die Seelen, um das Aufrüsten zu machen. Feels Batman. Ja, dann liegt die mir hier eben ganz schnell. Jede Exe spawnt 6-mal plus 1-mal pro besiegtem Boss. Erzählt auch, wenn du sie nicht besiegst, sondern sie despawnen. Dann kann man die ja gar nicht unendlich oft ausnutzen. Okay. Gut zu wissen. So. Auch prinzipiell nur 500 irgendwas an Seelen. Die können wir uns eben schnell holen. Heißt aber auch dieses Echsennest. Wobei, das heißt dann, jedes Mal, wenn ich einen Boss besiege, kann ich die ja dann nochmal ausnutzen, oder nicht? Oh, ich bin schon wieder fast tot. So, danke fürs Vollmondgas und tschüss. Reicht für ein Level-Up. Haben wir unseren Speer zumindest auf 8. Mehr könnte ich eh nicht machen, weil ich da eh wieder massenweise Scherben farmen müsste. Wenigstens haben die mir das gebracht, was ich brauchte. So. Wie war das noch für den Rest? Kaufe ich mir noch Pfeile? Der rippt meine 5000... Seelen, die ich da jetzt weggeschmissen habe damit. So, Stufe 8. Ja, jetzt brauche ich wieder nur groß. Ja, und Scharfsteinklumpen bräuchte ich auch noch. Egal. Damit ist unser Spät wieder eine Nummer besser. Jetzt kann ich mir für den Rest noch eben noch, keine Ahnung, 10 Pfeile oder so kaufen. Ist ganz mit euren Seelen. So. Bleib bloß am Leben. Dann will ich mal kurz mal gucken. Was gäbe es denn theoretisch noch so für Gebiete? Also wir haben hier den Hoffnungskerker. Das ist kaputt. Wir hätten Rand der Insel am Schrein der Stürme. Okay. Und wir hätten das Tal der Schändung mit der Schlucht der Verkommenheit. Okay. Klingt beides interessant. Ich würde vielleicht sogar einmal kurz nochmal in den Hoffnungskerker dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal laufen wir dann in den Hoffnungskerker nochmal rein und gucken mal, ob wir da nochmal mit den Schlüsseln, die wir bekommen haben, das habe ich jetzt gerade abgelegt, vielleicht nochmal ein bisschen was kriegen. Meine Güte, viel zu viel von denen. Dann hier. Wer weiß? Steht nur Schlüsselring. Wer weiß, wofür die gut sind. Aber jo. Dann haben wir heute immerhin den Drachenboss, oder den Drachengott besiegt. Ganz gimmicky. Und haben uns bis zum Penetrator durchgekämpft. Gar nicht mal so viel erkundet, aber viel Boss-Action gehabt.